Alter, das gibt es einfach nicht, Mann. Ich schwör's euch, ne? Diese Person hatte einen simplen Job und alles, was sie macht, ist... Du hattest doch nur einen Job, Bro! Yo, was geht, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und ja, ihr wisst Bescheid, Mann. Jeder hat mal irgendwann in seinem Leben eine ganz bestimmte Aufgabe, ja? Einen einzigen Job. Und wenn man den verkackt, dann hat man... alles versaut. Und wir gucken uns heute Leute an, die nicht ihren Job richtig gemacht haben, die nicht ihren Job irgendwie halbwegs ein bisschen schlecht gemacht haben, sondern nein, wir schauen uns heute die lustigsten und dümmsten One-Job-Fails auf der ganzen Welt an. Aber bevor das Video losgeht, Leute, ihr habt jetzt auch einen Job und ich hoffe wenigstens, ihr versagt nicht, okay? Ihr müsst einfach, falls ihr ganz zufällig gerade auf einem Kanal namens Markay seid, okay, müsst ihr einfach jetzt auf den Abonnieren-Button klicken, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ja. Und schon gehört ihr nicht zu den Fails. Dann habt ihr alles geschafft, Mann. Ihr habt alles richtig gemacht. Herzlichen Glückwunsch. Aber gehen wir weiter zu dem ersten Fail. Und wir haben hier eine Tor oder eine, besser gesagt, eine Tür. Und diese Tür ist abgeschlossen und verriegelt und soll Leute daran hindern, eben einfach das Grundstück zu betreten. Aber Moment mal. Was ist denn das für eine Abfall? Ich meine, Bro, du hattest wirklich, er hatte einen einzigen Job. Und das war einfach sichergehend, dass niemand da einbrechen kann. Aber durch diesen Apfel kann jeder Vollidiot einfach durchgehen und schon ist er drinnen. Dann füll doch den Apfel wenigstens so aus, damit da nicht jeder Trottel durchgehen kann. Ah, ein Job. Einen einzigen Job. Einen einzigen Job. Okay, was ist denn das jetzt? Alles klärchen, okay. East, für die, die es nicht wissen, heißt Osten, quasi ins Deutsche übersetzt. Also die Himmelsrichtung Osten. Und das einzige Problem ist, links geht es nach Osten und rechts geht es nach Osten. Wo ist jetzt der rechte Osten? Ich meine, was macht ihr da, wenn ihr einfach Wanderer seid und ihr geht da auf eine fette Bergsteigertour und keine Ahnung, es geht um Überleben und Tod und sonstiges und ihr müsst jetzt in den Osten gehen, weil da wartet irgendwas auf euch und ihr guckt so auf eure Karte. So, okay, so, ja. Aha, gut, jetzt bei dem Schild müssen wir nach Osten gehen. Also ist eigentlich ganz simpel. Ja, wir haben verkackt. 2 plus 2 ist gleich 5. Taschenrechner. Ist das gerade dein Ernst? Taschenrechner, wenn ich wegen dir jetzt durchfliege, okay? Ich meine, Leute, was macht ihr da, okay? Was macht ihr da? Ihr sitzt im Matheunterricht, ja? Und die Aufgabe ist 2 plus 2, ganz unerwartet. Und ihr denkt euch so, okay, gut, das ist meine Aufgabe. Ich nehme so schnell meinen Taschenrechner, tippe so 2 plus 2 ein und auf einmal steht da 5. Dann würde ich mir erstmal denken, okay, ist das irgendwie eine geheime Formel? Muss ich jetzt da wirklich 5 hinschreiben? Ist mein Kopf nur so kaputt? 4 kann nicht stimmen. 5, der Taschenrechner sagt 5, ich muss 5 hinschreiben. Ich muss mal hier so 2 plus 2 ist gleich 4. Okay, mein Taschenrechner sagt 4. Du bist also kein echter Taschenrechner. Ja, was lernen wir daraus? Taschenrechner sind nicht immer Taschenrechner und werden bald die Weltherrschaft übernehmen. Aber Klärchen, ja gut, machen wir natürlich wieder super weiter. Der Typ, der das Bild gemacht hat, dachte sich auch so, yo Bro, thumbs up, that was really good, man. Denn wir haben ein Stoppschild. Aber dieses Stoppschild, ich meine, vielleicht fällt es euch auf. Aber nur wirklich vielleicht, denn wenn man das Stoppschild ein bisschen genauer betrachtet, dann sieht man eventuell, dass das Ganze einfach falsch rum in den Boden gesteckt wurde. Bro, du hattest wirklich einen Job. Diesen einzigsten, das ist eins. Ah, wie kann man das verkacken? Ohne Witz, du musst das Schild nur nehmen. Einmal angucken, in den Boden stecken. Job fertig, du kriegst dein Geld, alle sind glücklich, die Menschen sehen ein Stoppschild. Well done, Daumen nach oben. Was macht der Typ? Keine Ahnung, ob der gerade in Instagram unterwegs war, ein paar DMs geschrieben hat an irgendwelche YouTuber oder so. Wahrscheinlich hat er gerade Markay geguckt und dem einen Daumen nach oben auf dieses Video gegeben und kostenlos abonniert, weil Markay soll echt ein guter YouTuber sein, habe ich gehört. Und dann war der so fasziniert, dass er einfach das Schild nebenbei reingestampft hat in den Boden mit seinem Bagger oder was auch immer. Und dann steckt das einfach falsch rum drinnen und er hat es nicht mal mehr gecheckt. Und das ist ein minus 500 IQ-Play. Also ich muss wirklich sagen, ich bin immer wieder fasziniert. Wir haben jetzt ein paar Bilder gesehen und ich bin jetzt schon komplett raus. Mein Kopf kommt gar nicht mehr hinterher. Die zerstören mich einfach. Na gut, als nächstes haben wir ein Kinderbuch. Und ich meine, ein Kinderbuch, da kann nichts schief gehen. Alles ist gut, Leute. Wir sind jetzt wirklich wieder ganz, ganz klar. So, Mathematik, okay. Hier haben wir nämlich 5 Bananas und rechts steht nochmal die Zahl 5. Also um Kinder auch wirklich beizubringen. So, okay, das ist 5, das ist 5. Und wenn wir jetzt gemeinsam zählen, 1, 2, 3, 4, 5... 6.
Es sind 6 Bananen. Wie kann es jemand wirklich ernst meinen, ein Buch zu schreiben für Kinder, um das Zählen beizubringen, wenn er nicht mal selber zählen kann? Bro, das macht keinen Sinn, das geht nicht. Du kannst nicht mal 6 Bananen zählen. Das ist keine Wurzel aus 400 minus Quadrat 7 und 20 plus 438 geteilt durch 7. Das ist von 1 bis 15. Oh Gott, also wirklich. Es gibt Menschen da draußen, die faszinieren mich. Die können nicht mal 6 Bananen ganz easy zählen. Die kacken selbst bei den simpelsten Jobs rein. Also mal ganz ehrlich, das könnte sogar ich sein. Oh mein Gott, das kann nicht dein Ernst sein. Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Ladies and Gentlemen, das ist einfach irgendeine komische, was ist denn das? Ein Baum in der Mitte. Und ihr kennt doch diese ganz normalen Streifen außen an der Straße, die Straße eben eingrenzen und sagen, yo, hier ist ein Fahrradweg, hier ist die Straße, hier ist die Abgrenzung. Da hat jemand sich einfach gedacht, hey komm, da ist ein Baum im Weg. Wir machen extra nochmal eine Metallplatte außenrum. Und ich kann es nicht mal in Worte fassen, wie dumm das ist. Ich kann es nicht mal in Worte fassen. Ich meine, Bruder, du hättest den simpelsten Job überhaupt gehabt, indem du einfach ganz kurz den Baum abschneidest. Zack, du fährst drüber mit deiner komischen Farbe. Alles ist gut. Nein, du machst dir wirklich den Aufwand, irgendwelche komischen Metallstangen zu nehmen, den Baum innen drinnen reinstecken und dann außen diese Metall... Ich kann es nicht in Worte fassen. Das ist so dumm, dass es fast schon wieder schlau ist, Mann. Und das muss man erstmal hinbekommen. Ohne Witz, Leute. Ich bin wirklich, ich habe schon mal ein oder zwei One-Job-Fail-Videos gemacht und danach ist mein Kopf komplett explodiert und ich weiß heute wieder ganz genau, wieso das der Fall war. Oh mein Gott, es wird immer besser und immer besser. Ladies and Gentlemen, das sah zuerst für mich jetzt gerade aus, wie wenn das einfach nur ein Schrank ist, keine Ahnung, wo jemand eine Tasse quasi dahin geklebt hat und alles ist halt ausgelaufen. Nein, das ist tatsächlich das Design von diesem Schrank. Ich meine, hey, wieso will man einen Holzschrank oder einen grauen Schrank, einen schwarzen Schrank? Irgendetwas, was dazu passt. Oder ihr geht einfach zu irgendeinem Möbelverkäufer hin und sagt so, yo, was ist denn das Außergewöhnlichste, das wirklich Außergewöhnlichste Design, das sie hier zu bieten haben? Oh, wir haben da gestern was Neues reinbekommen und zwar heißt das, heiße Schokolade läuft über den Tisch und das sieht ebenso aus, wie wenn heiße Schokolade über den Tisch läuft. Alter. Ich nehme 10 davon. Grandios, also dafür hat der bestimmt erstmal ein 20-jähriges Kunststudium hingelegt und hat wirklich mit, was waren denn, Künstler Picasso und sonstigen zusammen an einem Tisch gearbeitet und gemalt, um dieses wundervolle Design hinzubekommen. Nee, wahrscheinlich, Leute, wahrscheinlich lief das so ab. Er saß zu Hause, hat so einen weißen Tisch gemacht, aus Versehen Kaffee drüber geschüttet, hat gesagt, oh Mist, jetzt kann ich es nicht mehr verkaufen. Ich sage jetzt einfach, das ist ein gewolltes Design. Let's go! Jetzt haben wir eine Wand, wo eine Schrift drauf ist. Und zwar Dance like no one is watching. Was ganz einfach heißt, tanze so und lass alles raus, wie wenn niemand zuschaut. Und oben drüber klebt einfach eine Überwachungskamera. Bro, ihr könnt doch nicht hinschreiben, tanze so, wie wenn niemand zuschaut. Und dann sitzen 80 Leute wahrscheinlich an dieser Kamera und schauen euch zu, wie ihr komplett abspackt, weil ihr denkt, da schaut niemand zu. Das könnt ihr doch nicht machen. Das ist einfach nicht fair. Das sehe ich nicht ein. Nein, ich stehe jetzt auf und gehe. Das finde ich nicht cool. Tschüss, Leute. Ich gehe jetzt wirklich tatsächlich. Ich will das nicht mehr. Nein. Da denkt man dann so, okay, alles klar. Ich spack komplett ab und mach die schlechtesten Dance-Moves auf der ganzen Welt. Und dann landet ihr am Schluss auf YouTube bei irgendeinem komischen Kanal wie Markey zum Beispiel, wo irgendwer am besten noch auf euch reagiert. Ja. Dann ist euer Leben ja mal komplett am Sack. Und zu guter Letzt haben wir ein Schild, wo drauf steht: Please pay your parking fee before existing. Okay. Ich überlasse dieses Rätsel einfach mal ganz kurz euch. Ja, ihr habt jetzt 5 Sekunden Zeit. Ich tauche kurz runter. Ich zauber mich weg. Ich bin jetzt weggezaubert. Ladies and Gentlemen, was ist falsch an diesem Schild? 5 Sekunden Zeit. Ja? Habt ihr es? Habt ihr es rausgefunden? Ich zauber mich wieder ins Bild hinein. Es ist das letzte Wort, denn das sollte nicht existing heißen. Da hat jemand nämlich einfach einen Buchstaben zu viel reingedonnert, denn das sollte heißen before exiting. Weil ihr wisst Bescheid, exit, aufhören, exiting. Heißt ganz einfach, man soll zuerst zahlen, bevor man wirklich rausfährt. Aber existing heißt, dass etwas existiert. Das heißt, man soll zahlen, bevor man existiert.
Digga, was? Also, grandios, grandios, Ladies and Gentlemen. Ich muss wirklich sagen, One Job Fails fasziniert mich immer wieder. Ich weiß nicht, wie sowas zustande kommt, aber ich weiß, dass die Leute komplett durch sind. Falls es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, kostenlos abonnieren nicht vergessen, denn das war's mit diesem Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Ja, ihr könnt hier noch das letzte Video abchecken. Unbedingt angucken. Dieses Video ist nämlich, ich glaube, ein, die lustigsten Schülerantworten der Tests. Glaube ich. Wenn ich recht habe, müsst ihr draufklicken. Wenn ich nicht recht habe, dann verpisse ich mich jetzt. Tschüss!